Er bringt ohne Lok 270 Tonnen auf die Waage, hält 468 Sitzplätze verteilt auf einer Länge von 134,5 Metern und zwei Stockwerken bereit und bringt es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, der Intercity 2. Brava hat diesen modernen Zug der DB Fernverkehr AG als Formneuheit aufs H0-Gleis gesetzt und er ist in folgenden Ausstattungsvarianten bei ihrem Brava-Fachhändler erhältlich. Als Basic-Variante sowie als Digital Extra mit vielen digitalen Funktionen, einschließlich intelligenter Zugbusfunktion. Der IC2 wird als Dreierwagenset mit einem Steuerwagen und zwei Mittelwagen in der zweiten Klasse angeboten. Selbstverständlich können Sie den IC2 vorbildgerecht auf 5 Wagen erweitern. Dafür stehen Mittelwagen der ersten sowie zweiten Klasse zur Auswahl. Die Wagen des IC2 sind exakt im Maßstab 1:87 nachgebildet. Der Aufbau der Wagen besteht aus hochwertigem, schlagzähem Kunststoff. Die Bodenplatte ist in Metall ausgeführt. Die Fensterrahmen sind bedruckt und die Fenster der Wagen sind passgenau eingesetzt. Extra angesetzt ist auch der Scheibenwischer am Steuerwagen. Die Front des Steuerwagens ist wie beim Original dreidimensional ausgeführt. Die Wagen sind feinst detailliert und geben den ersten Auslieferungszustand exakt wieder. Die Bedruckung und Lackierung ist sauber und trennscharf ausgeführt. Die Inneneinrichtung der Wagen und der Führerstand ist detailgetreu und vollständig umgesetzt. Die Wagen haben eine Kurzkupplungsaufnahme nach NEM. Die Drehgestelle sind scharf graviert sowie mehrteilig ausgeführt. Für gute Fahreigenschaften sorgen die in Metall gelagerten Achsen. Der IC2 von Brava ist mit vielen digitalen Raffinessen ausgestattet. Diese ermöglichen einen vorbildgerechten Zugbetrieb, der keine Wünsche offen lässt. Im Steuerwagen ist die Platine mit der digitalen Schnittstelle PLAX 22 untergebracht. Mit dem ab Werk eingebauten Decoder von Döhler und Haas können folgende digitale Funktionen über die Funktionstasten Ihres digitalen Steuergerätes abgerufen werden. F0 – Licht ein. F1 – Fernlicht ein. F2 – Lichtführerstand ein. F3 – Zugzielanzeige ein. F6 – Licht hinten aus. F7 – Lichtfahrgastraum für alle gekuppelten Wagen ein. F8 – Lichtfahrgastraum invertiert. F9 und F10 – Lichtfahrgastraum invertiert. F11 – Lichtfahrgastraum gedimmt. F12 und F13 – Lichtfahrgastraum gedimmt. Die Belegung der Funktionen kann erweitert werden, wenn weitere Mittelwagen den Zug ergänzen sollen. 8 Wagen können maximal als Zugverband digital gesteuert werden, also ein Steuerwagen und 7 Mittelwagen. Für jeden eingestellten Ergänzungswagen ist der Wert von CVC19 um +1 zu erhöhen. Die intelligente Zugbusfunktion erkennt automatisch die Position aller Wagen und übernimmt die Steuerung und Programmierung. Die Zugbusfunktion steht nur im Digitalbetrieb der Digital-Extra-Ausführung zur Verfügung.
Für die sichere Funktion der Zugbusfunktion und Stromversorgung der Wagen untereinander sorgt eine stromführende Spezialkupplung. Die vierpolige, symmetrische und stromführende Kupplung ermöglicht es, die Mittelwagen freizügig im Zugverband einzusetzen. Die Kupplung überträgt neben den Zugbussignalen auch die Gleisspannung. Der Steuerwagen ist als einziger Wagen über Schleifer mit dem Gleis verbunden. Eine der Verkaufsverpackung beiliegende Kupplungshilfe ermöglicht Ihnen ein problemloses An- und Abkuppeln der Wagen untereinander. Das Ankuppeln des IC2 an die Zuglok erfolgt über eine Adapterkupplung. Diese Adapterkupplung liegt dem Dreierset in einem der Zurüstbeutel bei und muss an der genutzten Lok montiert werden. Die eine Seite dieser Kupplung ist identisch mit den stromführenden Kupplungen an den Wagen. Die andere hat eine Aufnahme für den Normkupplungsschacht an der Lok. Der Adapter ersetzt die Kupplung an der Lok. Mit der Formneuheit des IC2 erfüllt Brava den Wunsch vieler Modellbahner, einen solchen modernen Zug der Epoche 6 auf ihrer Modellbahnanlage zu fahren. Dank der digitalen Ausstattung, der Digital-Extra-Variante, verspricht der IC2 von Brava vorbildgerechten Zugbetrieb und ist der Hingucker auf jeder Modellbahnanlage. Passend dazu lässt sich als Zuglok die Brava Trex BR 146.5 der DB AG zu einem vorbildgerechten Zug kombinieren.